Noch sind es nicht die neuen Verfassungsrichter, die sich der Causa Donald Trump annehmen. Am Dienstag befasst sich zunächst ein Berufungsgericht in Washington mit der Frage des Umfangs präsidentieller Immunität. Konkret geht es um die Frage, ob Trump, der unter anderem wegen Verschwörung und versuchten Wahlbetrugs in der Präsidentenwahl 2020 angeklagt ist, auf Bundesebene strafrechtlich belangt werden kann oder ob ihm die Immunität seines damaligen Amtes schützt. Der 77-Jährige will nach eigenen Angaben persönlich bei der Anhörung am Dienstag erscheinen. Trump ist in Washington im Zusammenhang mit versuchten Wahlbetrug angeklagt. Anhänger Trumps hatten am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede aufgewiegelt und akzeptierte seine Niederlage bis heute nicht. Infolge der Krawalle kamen damals 5 Menschen ums Leben. Trumps Anwälte hatten beantragt, dass die Anklage gegen ihren Mandanten fallen gelassen wird. Sie sind der Ansicht, dass Trump nicht rechtlich für Handlungen belangt werden kann, die sie zu seinen Pflichten als Präsident zählen. Die zuständige Richterin in dem Verfahren hatte den Antrag abgelehnt. Gegen diese Entscheidung legte Trumps Team wiederum Berufung ein. Deshalb ist nun ein Berufungsgericht am Zug. Sonderermittler Jack Smith, der die Untersuchung leitet, hatte versucht, das Berufungsgericht zu umgehen. Er wandte sich dafür direkt an den obersten Gerichtshof des Landes und bat diesen darum, die Frage schnell zu klären. Diese Bitte lehnte der Supreme Court aber ab. Ein Erfolg für Trump. Deshalb muss die Berufung nun ihren Weg durch die Instanzen gehen, was sich hinziehen kann. Es ist davon auszugehen, dass der Fall nach der Entscheidung des Berufungsgerichts wieder beim Supreme Court landen wird. Der bisher anvisierte Prozessbeginn Anfang März ist damit unwahrscheinlich. Es wäre das erste Mal, dass sich das oberste Gericht der USA mit der Frage beschäftigt, ob Ex-Präsidenten Immunität vor Strafverfolgung auf Bundesebene genießen. Das liegt auch daran, dass noch nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein ehemaliger US-Präsident wegen strafrechtlicher Vergehen angeklagt wurde. Dass Trump nun bei der Anhörung des Berufungsgerichts in Washington persönlich erscheinen will, dürfte vor allem seinen Wahlkampf geschuldet sein. Denn Trump, der insgesamt mit 4 strafrechtlichen Anklagen konfrontiert ist, will für die Republikaner noch einmal ins Weiße Haus einziehen. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Die Vorwahlen für die Kandidatur stehen kurz bevor. Trump führt in parteiinternen Umfragen mit Abstand. Bisher deutet alles auf eine Neuauflage des Wahlkampfes zwischen ihm und Amtsinhaber Joe Biden hin.